So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich war nämlich gerade nochmal auf der Fortnite-Neuigkeiten-Seite. Ich habe es schon bei mir im Discord gesehen, aber da gehe ich eigentlich selten drauf ein. Beziehungsweise Hans, nichts gegen dich, aber die ganzen Leaks und alles, das ist halt immer so eine Sache. Ihr wisst selber, Travis Scott soll kommen und habt ihr nicht gesehen. Aber ich hatte ja eben das Video hochgeladen wegen, zack, 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 wegen in diesen netten Emoticon. Dazu habe ich ja eben erst ein Video hochgeladen, also wer wissen will, wie man genau die zwei Dinge bekommen kann. Eine Sache fehlt noch, nämlich die Tarnung, die werde ich mir dann morgen holen. Einfach mal das letzte Video angucken. So, aber worum soll es jetzt gehen? Nämlich, es gibt schon wieder neue Skins und den Skin feiere ich jetzt schon. Ich habe von, ihr kennt ja alle, ach, wer ist es denn immer? DC Teenie Skins, also irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, genau das hier wird kommen. Also der Skin, dann wahrscheinlich die zwei Stilvarianten wird es geben, plus halt das Emote hier, wo ihr euch in einen Affen verwandelt, beziehungsweise Gorilla. Dann kriegen wir noch eine Pickaxe dazu. Das hier, denke ich mal, wird einfach ganz simpel ein Rückenaccessoire sein. Und das Ganze wird am Freitag in den Shop kommen. Jetzt ist nur die Frage mit, warte mal, Freitag. Also, doch, der Shop am Freitag, der von Donnerstag auf Freitag nachts kommt. Also, freitags haben wir auf jeden Fall das komplette Paket im Shop drin. Aber das Ganze können wir uns auch freischalten. Und wie? Natürlich, es gibt wieder ein Cup. Wer hätte es gedacht? Aber wie die Qualifizierung und alles ist, ist natürlich wieder mal nicht bekannt. Der ist auch, warte mal, wir können mal gerade schnell gucken. Im Wettkampfmenü. Ja, doch, ist schon was drin. Na, nur demnächst. Mehr kann man hier noch nicht sehen, aber das wird wahrscheinlich. Ja, die Punktevergabe, das ist klar. Also, die Sachen kann man. Warte mal, wir können mal gerade auf Preise und Belohnung gehen. Ja, gut, das wird sein. Also, man muss in die Top 2625 bekommen, um quasi den Skin vorher freizuschalten. Aber. Geht eigentlich nur 2000, ist doch ganz simpel. Spielt doch keiner Fortnite mehr, Kappa. So, wie gesagt, das Ganze können wir uns vorher freischalten. Platz 2500, ne, 2665. So rum war's. Jetzt weiß ich nicht, hier die zwei kann man sich freischalten. Warte mal. Ah, hier steht's. Außerdem erhalten alle Spieler, die mindestens 8 Punkte erzielen. Und 8 Punkte, wir haben gerade eben die Punktevergabe gesehen. Es geht wieder los bei Platz 75 quasi. Bekommen wir einmal den Ladebildschirm und das Spray bekommen wir. Oh, das ist gut. Das Spray ist echt nice. Das hätte ich mir mal als Emoticon gewünscht. Ohne Quatsch, das hier als Emoticon wäre besser als Spray. Weil ohne Quatsch, schreibt mal gerade bitte wirklich in die Kommentare, wer benutzt Sprays? Man sieht es ab und an mal im Kreativmodus, wenn die Leute zusammenstehen, dann, ja, guck mal, ich hab das. Aber das war's eigentlich auch, oder? Und denkt dran, hier steht's wieder, es kann sein, dass ihr nach dem Turnier nicht direkt alle Sachen bekommt. Das ist genauso wie mit der Spitzhacke. Manche haben sie später bekommen. Ich habe sie komischerweise direkt bekommen. Aber das ist halt immer verschieden. Die versuchen das halt natürlich immer alles zeitgleich rauszuhauen, aber funktioniert natürlich nicht immer. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht wirklich zu sagen. Wir haben halt 10 Matches, wie immer. Das Ganze wird wohl im Solo-Modus sein. Das ist klar, 2FA aktiviert, mindestens Level 30. Ich denke mal, es wird ein. Warte mal, wir können noch mal gucken. Solo-Modus oder nicht? Event. Turnier-Details. Ne, selbst das ist noch nicht mal eingetragen. Ab Platz 50 gibt es Punkte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ihr quasi wieder in die Top 22 kommt, habt ihr schon das Spray freigeschaltet und auch den Ladebildschirm. Also sollte easy machbar sein in 10 Runden. Außer mal zum Pech wie der Moritz, bei dem dann immer wieder alles abschmiert. Aber ich denke mal, die meisten werden es schon hinkriegen. So, wie gesagt, sollte nun wieder mal ein Infovideo sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich so schnell wie möglich alles zu beantworten. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.